Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einer komplett neuen Serie. Und zwar nennt sich die Serie Karriere-Bingo und zusammen erfunden in Anführungszeichen wurde das Ganze mit Timo, mit Maxey, der auch hier dabei ist in der ersten Folge, ist mein Gast und der darf sich direkt auch mal vorstellen. Ja, moin Leute, herzlich willkommen auch von mir. Was geht, Digga? Was geht? Richtig gehypt, Jungs. Wir sind richtig gehypt an der Stelle, bevor wir das Regelwerk erklären. Timo hat einen Zweitkanal aufgemacht, Makesday 2, einfach nur Karriere, darunter auch Karriere Bingo. Die zweite Folge, weil bei mir nur die Hinrunde läuft, bei ihm die Rückrunde auf seinem Kanal. Geht mal rüber, smash mal richtig den Like-Button und lasst bei allen auf jeden Fall auch mal ein Abo da. Genauso könnt ihr gerne auch kommentieren. Und ansonsten, Support ist kein Mord. Ihr wisst Bescheid, Jungs. Wenn euch das Video gefällt, lasst da auch gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt kommen wir zum Regelwerk, weil die Serie ist natürlich für die meisten, aber beziehungsweise für alle von euch komplett neu. Die Regeln sind eigentlich ziemlich einfach. Ein Karriere-Bingo. Wir haben also ein Neunerfeld, 3 auf 3, mit neuen Voraussetzungen, mit neuen Aufgaben, die man allesamt erreichen kann. Pro Erreichen einer Aufgabe oder Erledigung einer Aufgabe gibt es einen Punkt. Ziel ist also, am besten alle 9 zu gewinnen, bei gleichzeitigen maximal 8 Punkten vom Gegner, sodass man das Karriere-Bingo gewonnen hat. Es gibt heute Voraussetzungen, die zum einen dafür da sind, dass man Meister wird, dass man eine Trainerauszeichnung erhält, die K.O.-Phase der Champions League erreicht, dass man die beste Defensive stellt, die beste Offensive, dass man den Torschützenkönig in der Bundesliga hat, vor den jeweils anderen steht. Also ich mit Schalke muss vor Timo mit Dortmund stehen. Zumindest bei mir hier, also es ist ja alles separat. Wenn ich jetzt mit Schalke Erster bin und Dortmund hier bei mir Zweiter ist, dann kriege ich den Punkt. Wenn Dortmund aber Zweiter ist und ich nur Vierter, dann kriege ich den Punkt nicht. Das Ganze natürlich umgekehrt bei Timo. Dann, wenn man den Spieler unter dem Transfermarkt quasi verpflichtet und gleichzeitig werden wir eine Jugendakademie parallel aufbauen, wo das Ziel ist oder wo ein Punkt bekommen wird oder gut geschrieben wird, wenn man einen Jugendspieler verpflichtet, der zum Zeitpunkt der Verpflichtung einen Marktwert von über 1 Million hat. Das Ganze ist aber nicht nur ein einfaches Battle, sondern ist tatsächlich auch ein Duell, wo es später um eine Bestrafung geht in Form von einer 10 € PSN oder Xbox oder PC, je nachdem, worauf ihr Bock habt, Kartverlosung. Es ist einfach so, ihr müsst bei mir richtig rasieren mit den Likes, Jungs, 150 Likes. Und schaltet somit das Gewinnspiel frei, aber auch nur, wenn gleichzeitig bei Timo auf dem Zweitkanal, also auf der Rückfolge, 50 Likes geknackt werden, Jungs. Also insgesamt 200 Likes auf beiden Folgen und ihr schaltet das Gewinnspiel frei und habt die Chance, eine 10 € Guthabenkarte zu gewinnen. Und ansonsten, Jungs, ist das die Pilotenfolge. Ihr habt natürlich jetzt auch die Möglichkeit, in den Kommentaren Verbesserungsvorschläge reinzupacken, was gleichzeitig vielleicht auch eine Teilnahmebedingung ist, um dann so eine Guthabenkarte zu bekommen. Pilotenfolge, es kann einiges besser gemacht werden. Lasst euch später mal überraschen, wie das ganze Ding gestaltet wird. Langes Intro, ich würde sagen, wenn du ready bist, Digga. Ich bin ready, wir können loslegen. Dann können wir reinstarten, Jungs. Wir stummen uns jetzt, wir hören uns jetzt nicht mehr. Und jetzt seht ihr eine Art Konferenz, unsere komplette Transferphase. Und wir sehen uns gleich wieder am Transfer Deadline Day. Bevor das Video losgeht, habt ihr die Chance, was zu gewinnen. Zusammen mit OneFootball verlose ich unter all meinen Abonnenten dreimal die OneFootball Geschenkebox inklusive FIFA 19 auf der Konsole eurer Wahl. Alles, was ihr dafür tun müsst, kommentiert das Video mit Hashtag LächesArmy und abonniert den Kanal. Link zu der kostenlosen App OneFootball ist in der Videobeschreibung. Viel Glück und viel Spaß beim Video. So, Jungs, wir starten rein. Ich bin richtig hyped. Von vornherein müssen wir das Team auf Vordermann bringen. Im Hintergrund seht ihr das Vorbereitungsturnier Rom, Arsenal und Olympique Marseille. Ich habe 60% Budgeterhöhung. Das Ganze hat Timo nicht, weil er von vornherein höheres Budget hatte. Also 70 Millionen, er hat glaube ich 72. Wir müssen einiges tun, Jungs. Ich bin richtig hyped. Transfers, jegliche andere Dinge werdet ihr natürlich sofort erfahren. Das Team ist auf Vordermann gebracht. Im Hintergrund seht ihr das aktuelle Bestbesetzung mit Uth, Konoplyanka, Harit, Mascarell, Bentaleb, die Dreier Mittelfeldkette. Dann eine Fünferkette. Caligiuri kann auch links spielen. Naldo, der darf hier komplett in die Mitte. Nastasic, Sané. Rechts ist Rudi, der als Rechtsverteidiger agiert. Und im Tor natürlich der Kapitän Ralf Fährmann. Ich will aber einen kompletten Umbruch. Ich will einiges passieren lassen in der Transferphase. Und die ganzen Abgänge, die ganzen Neuzugänge stelle ich euch natürlich jetzt dann vor. Das Ganze aber natürlich in der Konferenzschaltung mit Timo. So Leute, wir legen los mit den Transfers meiner Seite. Vorher gucken wir natürlich uns nochmal die Mannschaft an, wie sie aktuell in Bestbesetzung aussieht. Und ich habe da jetzt mal so aus meiner Sicht die besten Spieler von Borussia Dortmund reingepackt. Ich muss natürlich dazu sagen, Leute, für all die Leute, die jetzt vielleicht vom Chris auf meinen Kanal kommen und es vielleicht noch nicht wissen, ich persönlich bin Borussia Dortmund Fan. Ja, deswegen war es für mich auch ein Anliegen, letztendlich Borussia Dortmund in diesem Duell zu nehmen. Auch für euch persönlich kommt das Video letztendlich, wenn das Revierderby gespielt wurde. Für uns, wir nehmen es auf vor dem Revierderby. Also auch nochmal ein ganz entscheidendes Spiel da in Real Life. Ja, das die beste Startaufstellung letztendlich stand jetzt. Und ja, Positionen, die wir letztendlich verbessern müssen, meiner Meinung nach definitiv nochmal die rechte Seite. Ja, klar, wenn man vom Potenzial geht, ist Pulisic da definitiv jemand, der
ja, vom Potenzial her mit einer der stärksten Spieler in FIFA ist, aber nichtsdestotrotz, das Ganze geht um ein Duell hier für eine Saison und letztendlich müssen wir uns da dann definitiv noch verbessern. Rechtsverteidiger will ich mich nochmal verbessern und eventuell nochmal schauen, je nachdem, wie wir mit dem Transferbudget von jetzt aktuell Stand jetzt 72 Millionen hinkommen. Es ist nochmal ein Vorbereitungsturnier dabei, wo wir auch nochmal knapp 8 Millionen letztendlich machen können, wie das da aussieht, wie viel wir da einnehmen und wie viel letztendlich wir für die einzelnen Spieler bekommen. Ich würde sagen, wir gucken uns mal einmal ganz schnell hier die Spieler an, die wir uns auf die Transferliste setzen. Und ja, ich bereite es erstmal ganz kurz vor, Leute, und dann sehen wir uns gleich eventuell irgendwann nochmal wieder. Der Chris wird das schon hier hoffentlich gut zusammenschneiden. So Leute, das sind die folgenden Spieler, die ich jetzt einfach mal auf die Transferliste gepackt habe. Habe ebenfalls auch nochmal einen Schürle von der Leihe von Fulham zurückgeholt. Und letztendlich sind das die Spieler, die ich in erster Linie erstmal verkaufen möchte. Wenn jetzt auch irgendwie ein gutes Angebot für, weiß ich nicht, zum Beispiel einen Mario Götze oder irgendwie sowas reinkommt, letztendlich, dann werden wir das eventuell auch annehmen. Aber das sind erst einmal die Spieler, worauf ich Priorität setzen werde, dass wir die loswerden, damit auf jeden Fall nochmal ein bisschen Geld einnehmen. Ja, wenn wir uns die Marktwerte von den Spielern anschauen, hier einen Shinji Kagawa, 29 Jahre alt, trotzdem nochmal einen Marktwert von 17,5 Millionen. Also es ist definitiv nicht schlecht und deswegen wollen wir da auf jeden Fall auch nochmal die ein oder anderen Millionen dran einnehmen. Und ja, ich würde sagen, ich gucke jetzt hier, dass ich hier mir ein paar Spieler raussuche, die ich letztendlich dann auch verpflichte. Ich werde da ein bisschen mit SoFIFA jetzt auch ein bisschen arbeiten, schauen letztendlich, welche Spieler da eventuell ganz interessant werden. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig bei dem Ganzen jetzt, dass wir da natürlich Spieler holen mit einem guten Rating, ja, weil letztendlich, wie gesagt, das Ganze nur über eine Saison geht und da zählt nicht das Potenzial des Spielers, sondern letztendlich, wie viel er jetzt zum Stand jetzt aktuell halt eben hat. So Leute, das letzte Vorbereitungsspiel gegen Nantes steht jetzt an und es ist ein ganz entscheidendes Spiel. Wir müssen das Spiel definitiv gewinnen, um sicher eine Runde weiter zu sein und das im Vorbereitungsturnier mit diesen Gegnern in der Gruppe. Also wie soll das bitteschön in der Champions League sein, wenn wir auf einmal auf Gegner gegen Atletico Madrid zum Beispiel treffen, auf Monaco treffen oder auch auf Club Brügge treffen, Leute. Das sind nochmal Mannschaften mit einem ganz anderen Niveau. Das ist die Formation, mit der wir reingehen. Ich hoffe, mit der neuen Formation wird es dann ein bisschen besser. Es ist eine Heimsimulation in Bestbesetzung, Leute. Also ich bitte euch, wir müssen das Ganze hier gewinnen. Wir werden nicht lange drum rumreden. Skippen das Ganze. Am Ende ist es ein 4:0-Sieg. Und endlich bringen wir auch mal die Qualität, die wir in den Reihen haben, auch auf den Platz. Ein Punkt in dem ganzen Manager-Battle, beziehungsweise einfach in dem Karriere-Bingo, ist ja ein Spieler mit ja über 1 Million Marktwert aus der Jugend zu holen. Deshalb habe ich hier direkt einen Scout engagiert. Der hat 4 Millionen gekostet, aber bei der Erfahrung und Einschätzung jeweils 5 Sterne. Ist ein Schweizer, wird nach Deutschland geschickt und soll uns hoffentlich einen richtig geilen Jugendspieler bringen. Vorbereitungsturnier-Auftakt läuft auch. Das Team darf erstmal ohne Veränderung noch keine Transfers ins erste Spiel gegen den FC Arsenal. Hier treffen wir unter anderem auf Mesut Özil, der ja eigentlich auf seinen ehemaligen Arbeitgeber trifft. Wir skippen das Ding, es wird ein 2-0, Bentaleb und Sané treffen. Somit heißt es die ersten 3 Punkte und ohne Gegentor ist vielleicht auch so ein Stück weit, ja, Folge dessen, dass wir eine Fünferkette spielen. Das Vorbereitungsturnier hat geendet, wir spielen 1-1, gewinnen dann 4:3 im Elfmeterschießen, holen also tatsächlich trotz Unterzahl das Maximale an Preisgeld, was jetzt dann bedeutet, mit den bisherigen Verkäufen stehen wir jetzt hier im Büro bei 110 Millionen. So, wir gehen ins Finale des Vorbereitungsturniers rein. Wieder gegen Nantes, wieder in der Heimsimulation. Das letzte Spiel gegen Nantes ging halt eben 4:0 aus, Leute, für uns. Ich skippe das Ganze wieder. Diesmal ist es ein 2:1-Sieg. Und letztendlich gewinnen wir das Vorbereitungsturnier. Es war anfangs ein bisschen problematisch, dann die Formation haben wir aber umgestellt und dann, Gott sei Dank, hat das Ganze doch relativ gut funktioniert. Also sprich, wir werden definitiv hier in der 4-3-3-Formation bleiben und da jetzt schauen, dass wir unseren Kader doch definitiv nochmal ein bisschen aufbessern. Stand jetzt sind wir bei einem Transferbudget von 111 Millionen Euro, aber wie gesagt, da sind noch einige Transfers offen. Wie gesagt, Maximilian Philipp verhandelt aktuell mit
mit RB Leipzig, und jetzt kommt hier auch nochmal ein neues Angebot rein für Maximilian Philipp. Da müssen sie sich letztendlich selber einigen. Ja, und Shinji Kagawa ist auch noch in den Verhandlungen, also da kommt eventuell nochmal einiges an Geld oben drauf. Und ich gucke jetzt einfach mal, dass wir den Kader letztendlich, wie gesagt, vom Rating her definitiv doch mal ein bisschen aufgebessert bekommen. Spieler unter dem Marktwert verpflichten. Die Aufgabe haben wir jetzt geschafft, Jungs. Ich habe Adrien Rabiot beobachtet, auslaufender Vertrag. Von daher ist PSG ein Stück weit dran gebunden, den auch für weniger Geld ziehen zu lassen. 34 Millionen Marktwert, 30 Millionen Ablösesumme, und somit ist der erste Punkt für mich jetzt gestrichen bzw. auf dem Konto, wenn der Deal hier über die Bühne geht. Hat aber alles funktioniert, er unterschreibt sogar für 5 Jahre. Und nochmal hier als Vergleich, Jungs, 35 Millionen Marktwert, mittlerweile ist der sogar schon gestiegen. 30 Millionen Ablösesumme, der erste Neuzugang ist da. Der zweite Transfer ist über die Bühne gegangen, 46 Millionen Ablösesumme, Vertragsdauer wieder mal von 5 Jahren und 5% Weiterverkaufsgebühr für den FC Porto im Fall eines Weiterverkaufs. Aber das wird natürlich bei uns nicht passieren. Nochmal hier als Bestätigung im Hintergrund, es ist zwar deutlich mehr, 15 Millionen, um genauer zu sein, als der eigentliche Marktwert, aber das nehmen wir in Kauf. Wir haben einen neuen Linksverteidiger. Bevor es weitere Verkäufe gibt, Jungs, gucken wir direkt mal hier in den Hintergrund. Der erste monatliche Scouting-Update-Bericht ist da und wir sehen hier Marktwert 50, 70.000, dann ist er hier bei 80. Das sieht lange noch nicht so gut aus, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte. Hier wird es vielleicht mit den höchsten gehen bei 130.000, hier 200.000. Ihr merkt aber, es wird extrem anspruchsvoll und schwierig, den Punkt zu holen. Erster Spieler, den wir letztendlich verpflichten werden, ist direkt mal ein Abwehrspieler, und das ist kein geringerer als Jerome Boateng. Ist deshalb sehr, sehr interessant, weil es ein direkter Konkurrent ist, von dem wir ihn letztendlich kaufen, nämlich Bayern München. Da ganz, ganz wichtig für das Duell natürlich die Meisterschaft, Leute. Und da direkt mal einen ganz entscheidenden Spieler von wegzukaufen, ist, denke ich, ganz gut von uns gewesen. Und deswegen, Jerome Boateng wechselt von Bayern München zu Borussia Dortmund. Erster Transfer unsererseits. Nächster Spieler, den wir uns dann holen werden, Leute, ist kein geringerer als Hamdžík von Neapel. 87er Rating wird uns definitiv in der Zentrale weiterhelfen, denke ich persönlich. Und den kaufen wir für ganze 60 Millionen Euro. Aber 87er Rating, denke ich, wird uns definitiv weiterhelfen, um auf jeden Fall unsere Ziele hier, die wir haben, auf jeden Fall zu erfüllen. So, nächster Spieler, den wir letztendlich verpflichten werden, ist Kyle Walker. Definitiv auch wieder einer der besten Spieler der Welt, einer der besten auf seiner Position. Und 84er Rating hat er, verbessert damit nochmal unsere Abwehr. Und damit ist, denke ich, unser Kader schon so gut wie fertig. Eventuell, wie gesagt, vielleicht nochmal in der Offensive was tun. Aber da müssen wir letztendlich einfach mal gleich nochmal schauen, wie wir uns da letztendlich verbessern nochmal. Die vermutlich mit letzten Transferabgänge von uns hier im Hause S04. Caligiuri hat für 13,5 Millionen den Verein gewechselt in Richtung Italien. Da habe ich nur leider hier die Nachricht schon gelöscht. Stambouli wechselt zu Eibar für 13 Millionen. Naldo Freigabesumme zu Monaco für 15,3. Di Santo für 7,7 zu Sporting. Und Bentaleb als, glaube ich, bisheriger Rekordtransfer für 26 Millionen zum FC Sevilla. Folgende Auswirkung dann aufs Team. Wir haben natürlich jetzt wieder ein bisschen mehr Geld auf dem Konto. Ja, 106 Millionen, zwei Neuzugänge sind beinahe schon Pflicht. Ich will eigentlich, wenn es geht, noch einen neuen rechten Flügel und auch noch einen neuen linken Flügel. Und ich habe ein paar Spieler schon, die ich definitiv dafür als Neuzugänge sehe. Der nächste Transfer ist fix und es ist wahrscheinlich der voraussichtlich vorletzte. Dele Alli wechselt von den Tottenham Hotspurs zu uns und kostet uns, wenn mich nicht alles täuscht, nicht mal knapp 63 Millionen hier. 62,5, ein Haufen Geld, Rekordtransfer, was die Ablösesumme angeht, aber natürlich eine absolute Granate. Es kommt zu dem wahrscheinlich lächerlichsten Transfer aus Sicht von Manchester United, weil wir nur 28 Millionen zahlen für Marcus Rashford und das natürlich noch komplett im Transferbudget liegt. Er kriegt von uns jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie viel Gehalt er bei Manchester United bekommt. Ich gehe einfach mal auf 150.000, gehen wir auf Nummer sicher, der Deal geht über die Bühne. Wir haben noch knapp 5 Millionen, die wir aber natürlich brauchen, wenn ein möglich guter Jugendspieler rauskommt, um den dann zu verpflichten. 28 Millionen für Marcus Rashford, der hatte keinen auslaufenden Vertrag und wir kriegen ihn trotzdem unter dem Marktwert. Es ist absolut krass, Jungs. Sollte dann im Hintergrund folgende Startaufstellung. Wir haben die Kaderplanung erfolgreich abgeschlossen. Und bis auf Mascarell und Harit hat sogar jeder die 80 plus. Ich bin echt gehypt, Jungs. Wir haben Neuzugang hier hinten links, Alex Tejes. Wir haben Rabiot hier. Wir haben Dele Alli. Wir haben vorne dann auch noch Marcus Rashford.
Hätte ich niemals damit gerechnet, dass man so viel in einer Transferphase unter einen Hut bekommt. Aber das ist das Team, das uns jetzt direkt mal zum Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Wolfsburg begleiten kann. Bevor wir allerdings noch einmal schauen, wen wir eventuell verpflichten werden, steht erstmal der erste Spieltag gegen RB Leipzig an. Und zwar werden wir mit folgender Formation antreten. Ja, ist, denke ich, eine definitiv gute Mannschaft. Denke ich auch, die Abwehr definitiv nochmal verstärkt worden von uns. Die Offensive sollte definitiv so oder so funktionieren. Ja, ein Christian Pulisic ist aktuell noch verletzt, hat sich eine Trainingsverletzung zugezogen. Der wäre mit einer 79 nochmal ein Stück weit besser als ein Sancho mit einer 78. Aber ich denke, da schauen wir eventuell einfach nochmal in der Wintertransferphase, ob wir da eventuell noch jemanden verpflichten für. Aber das jetzt erst einmal für die Hinrunde. Unser Kader und wir gehen rein in das erste Spiel Heimsimulation gegen RB Leipzig. Leute, wir werden die ersten zwei Spieltage nochmal live hier simulieren und danach geht es dann in die Kalendersimulation. Leipzig führt 1-0. Sabitzer, sechste Spielminute. Kommt schon, Leute, pusht euch. Ich will den ersten Spieltag hier gewinnen. Reus, 32. Spielminute, 1-1. Ich skippe das Ganze, am Ende bleibt es beim 1-1. Gut, das ist jetzt nicht weiter schlimm. Einfach weitermachen, Leute. Und da sehen wir auch schon den nächsten Spieltag, der dann letztendlich ansteht. Und das ist dann auch direkt der Transfer-Deadline-Day, der dann auch danach ansteht. Und ja, wir gehen mit derselben Formation rein in die Simulation gegen Hannover 96, die das erste Spiel 3-0 gegen Bremen verloren haben. Auswärtssimulation, nichtsdestotrotz immer so eine Sache, wie wir alle wissen. Ja, mal schauen. Bestbesetzung, Guerrero 1-0 in der 19. Spielminute. Ich skippe das Ganze. Am Ende ist es ein 2-0 Sieg. Nämlich trifft auch noch Hamjik, unser Neuzugang. Somit stehen wir dann nach zwei Spieltagen mit 4 Punkten da. Der Transfer-Deadline-Day ist angebrochen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, was der Chris denn so für Spieler verpflichtet hat. Beziehungsweise mal schauen, wie der Chris das Ganze schneidet. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall den Chris zur Party einladen und ich bin extrem gespannt, was der für Spieler verpflichtet hat. Zu Beginn auswärts also nach Wolfsburg und hier heißt es auch, wir werden direkt sehen, wie wir uns womöglich in der Bundesliga-Saison etablieren können. Für uns ist es wichtig, viele Tore zu schießen, wenig wie möglich zu kassieren, vor Dortmund zu landen und vielleicht auch um die Meisterschaft mitzuspielen. Jungs, es ist extrem schwierig. Dele Alli, erste Torbeteiligung, also hier 38. Minute. Wir führen beim VfL. Und das ist, denke ich, ja, über den Erwartungen, weil ich mit einem Punkt zufrieden bin. Aber es kann auch natürlich noch das Unentschieden passieren. Ich will aber einen Auftaktsieg. Das wäre so, so wichtig, auch fürs Manager, beziehungsweise fürs Duell. Es ist der Auftaktsieg. Ein Tor, kein Gegentor. Perfekte Voraussetzung für die Saison, würde ich sagen. Transferplanung abgeschlossen. Ihr seht es im Hintergrund. Wir sind an Transfer Deadline Day. 166 Millionen für Zugänge, 134 Millionen für Abgänge. Wir sind also jetzt hier am Ende der Transferphase und wir treffen uns hier jetzt auch wieder mit Timo. Ja, Leute. Wir sind jetzt hier im Transferübersicht oder Transferüberblick, wie auch immer das Ganze heißt. Ja, erster Spieler oder teuerster Spieler, den wir uns geholt haben, Rechtsverteidiger Kyle Walker für etwas mehr als 36 Millionen Euro. Dann ja auch noch ein Spieler, der uns verlassen hat, und zwar Shinji Kagawa, knapp 20 Millionen nach Liverpool. Dann meiner Meinung nach ein richtig geiler Transfer, nämlich Hamjik für 60 Millionen Euro verpflichtet, 87er Rating, ist zwar schon 31 Jahre alt, aber letztendlich geht es ja nur um eine Saison und der wird uns definitiv dann nochmal weiterhelfen. Dann hat uns Lukas Piszczek nach Mailand verlassen, ist aber nicht weiter schlimm, dadurch, dass wir ja dann Kyle Walker auf der Position haben. André Schürrle haben wir von der Laie zurückgeholt, der ist dann nach Lyon gewechselt für 11,4 Millionen Euro. Maximilian Philipp, überragendes Angebot von Leipzig gewesen. Direkt mal angenommen, Leute, 26 Millionen Euro wechselt der nach Leipzig für. Julian Weigl hat uns ebenfalls verlassen für 22,7 Millionen Euro Richtung Sevilla. Und dann nochmal ein richtiger Brocken zum Schluss, nämlich Jerome Boateng für 39 Millionen Euro verpflichtet und dann nochmal zwei Reservespieler verkauft, in Anführungsstrichen mit Marcel Schmelzer und Sebastian Rode, jeweils für 7,7 und 9,6 Millionen Euro. Also, gut, ich denke, das Ganze ist relativ gut für uns abgelaufen. Vielleicht habe ich ein bisschen zu sehr auf die Defensive geachtet. Ist jetzt kein offensiver Spieler dabei gewesen, aber dafür bleibt ja eventuell noch das Transferfenster im Winter über, Leute. Und hast du jetzt noch Geld überhaupt für den Winter? Ich habe, glaube ich, noch knapp 30 Millionen für den Winter, ja. Okay, da kann noch einiges bei dir passieren. Bei mir gar nicht. Ich stelle meine Transfers ganz kurz vor.
Und zwar fange ich mit komplett allen Abgängen an. Di Santo wechselt zu Sporting 7,7 Millionen. Otschipka zu Benfica 7,9. Burgstaller für 12,6 zu Lazio. Dann wechselt Stambouli für 13 zu Eibar. Caligiuri zum AC Milan 13,5. Naldo für 15,3 zu Monaco. Konoplyanka für 17 Millionen zu der Roma. Und ich glaube, Rekord. Ah ne, hier kommt noch einer. 21,3 Chef zu Ajax. Und für 26 Millionen Bentaleb zu Sevilla. Das sind komplett meine Abgänge. Und jetzt kommst du Neuzugänge. Bei mir sind da 4 Stück und ich glaube ein paar Kracher sind dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich bin gespannt. Erster Transfer ist tatsächlich der Transfer, was am günstigsten war. Marcus Rashford. 28 Millionen von Manchester United zu Schalke. Transfer Nummer 1. Ein Tag später. Ah nee, halt, waren Monate vor. Gar kein Tag später, Monate vor. Adrien Rabiot, 30 Millionen von PSG zu mir. Dann von Porto, Alex Telles, 46 Millionen zu mir. Und zu guter Letzt, Delhi, The Monster Alley, 62,5 Millionen von Tottenham zu mir, Mann. Nicht schlecht, würde ich sagen. Nicht schlecht, auch vom Rating her, Digga. Ich glaube, wenn mich jetzt nicht täusche, Alley mit 85 der höchste, oder? 85, 84, was hat er? 84, ja, Rashford 81, auch Telles 84, okay. Und Rabiot 83. Also ich würde sagen, ganz gut eingekauft. Also Jungs, ihr seht im Hintergrund unser Team, was jetzt bedeutet, wir gehen direkt wieder in den Winter. Timo ist stumm geschalten, er simuliert parallel auch an den 1. Januar und wir gucken dann parallel wieder in einer Art Konferenzschaltung, wie welches Team abgeschlossen hat. Bevor ich das Ganze vergesse, Jungs, wir sind natürlich in der Champions League-Saison. Auch Timo ist parallel eingetragen in der Champions League-Saison mit den realitätsgetreuen Gegnern. Wir treffen auf Galatasaray, Lok Moskau und Porto. Wir haben das erste übrigens gegen Porto jetzt gewonnen. Wir können auch mal parallel gucken, ob wir die Gruppe von Timo hier finden. Ich weiß gar nicht, in welcher Gruppe die sind. Es müsste dann Gruppe A sein, genau. Er trifft auf Club Brügge, Monaco und Atletico Madrid. Die Hinrunde neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Ich bin gespannt, wie es bei Timo lief. Und wir gucken jetzt mal drauf, wie die kompletten Hinspielergebnisse in der Champions League plus natürlich auch Rückspielergebnisse in der Champions League ausgegangen sind. Denn hier entscheidet sich, holen wir den nächsten Punkt in Sachen Karriere-Bingo. Und zwar ja, erreichen der Karofas in der Champions League. Dafür müssten wir Erster oder Zweiter werden in der Gruppe. Ob das gereicht hat, das sehen wir jetzt. Porto war ja klar, 2-1 gewonnen, das haben wir gesehen. Dann Lok Moskau auch 2-1 gewonnen. Galatasaray 1-0 gewonnen. Dann im Rückspiel 2-2 gegen Gala, 3-3 gegen Porto. Und dann gegen Lok 4-0. Ungeschlagen, 4 Siege, 2 Unentschieden, Platz 1. Und unten war es ziemlich eng, aber Jungs, wir haben ordentlich überzeugt, 14 Punkte. Die Roma wartet jetzt dann im Achtelfinale. Das Ganze natürlich in Sachen Champions League auf dem Kanal von Timo. Parallel gucken wir nochmal zurück, wie es in der Bundesliga gelaufen ist. Da stehen wir nur auf Platz 8. Es ist ja extrem schlecht. Also Punkt Meisterschaft und Punkt vor Dortmund können wir schon mal komplett vergessen, weil wir da 14 Punkte Rückstand haben. 15 sogar auf Platz 1. Und auch im DFB-Pokal sind wir raus, direkt in Runde 2 gegen die Bayern. 1-2, ja, das war natürlich auch direkt ein richtiger Kracher, was das los angeht. Im Hintergrund, Jungs, seht ihr unser Team, das hat sich zwar auf einigen Positionen verbessert, aber zeigt sowas von gar nicht eine gute Leistung in der Bundesliga. Also bis auf die Champions League ist es eine katastrophale Hinrunde. So Leute, wir sind ready für die Kalendersimulation in den Winter. Wie gesagt, ersten beiden Spieltage haben wir... Ja, sind wir noch ungeschlagen, sagen wir es mal so, 1-1 gegen Leipzig, 2-0 Erfolg gegen Hannover 96, so. Und wenn wir jetzt hier einfach mal so grob drüber gucken, da sind schon einige Brecher natürlich auch unter anderem direkt mal in der Champions League mit dabei, mit zum Beispiel Atletico Madrid, da bin ich extrem gespannt, das Duell gegen Bayern, das natürlich direkte Duell hier im Revierderby gegen Schalke 04, denn es zählt natürlich auch letztendlich vor dem anderen zu stehen. Das gibt natürlich auch einen Punkt und das ist, denke ich mal, ganz, ganz wichtig. Wir simulieren jetzt erst einmal in den Winter und schauen da mal, wie es dann letztendlich aussieht. So Leute, wir sind im Winter angekommen und ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz, wir gehen nicht jedes Spiel durch, aber... ein paar Spiele und direkt das erste Spiel verloren. Das direkte Duell gegen Schalke sieht schon mal nicht gut aus, Leute. Wir gehen nochmal zurück. Duell gegen Bayern ebenfalls verloren. 2-1 Atletico. 4-0 Niederlage. Leute, sag mal, stehen wir hier auf dem letzten Platz oder was? Hinspiel gegen Atletico ebenfalls verloren. DFB-Pokal sind wir auch raus. Sag mal, Leute, was macht denn unser Co-Trainer da? Wir gehen zurück. Wir stehen auf Platz 8, Leute. Auf Platz 8. In der Bundesliga. Ja, da sind natürlich alle Formpfeile nach unten, aber Leute, das ist doch keine Mannschaft, die letztendlich auf Platz 8 steht. Gut, wir gehen in die Tabelle rein
und gucken mal ganz kurz in den anderen Wettbewerb. Wie gesagt, DFB-Pokal sind wir direkt in der ersten Runde raus. Also der Punkt wird, denke ich, definitiv an den Chris gehen. Und wo haben wir hier die Champions League? Da dürfen wir eigentlich auch raus sein. Nee, wir sind im Achtelfinale. Okay, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Wir haben die Gruppenphase überstanden. Da würde mich nochmal ganz kurz interessieren. Ja, gut, aber auch alles andere als souverän mit 3 Siegen und 3 Niederlagen in der Gruppenphase. Gut, ist auch eine ganz gute Gruppe, würde ich sagen, aber okay, ja, mir fällt gerade mal auf, Leute, ich habe vergessen, einen Jugendscout anzuheuern. Ist jetzt mein persönliches Pech, sage ich euch ganz ehrlich, so wie es ist. Müssen wir natürlich jetzt nochmal jemanden holen hier. Der Chris hat wahrscheinlich dran gedacht, ich ehrlich gesagt nicht, wie wir jetzt hier sehen. Gut, müssen wir da natürlich am Ende hoffen, dass da letztendlich noch jemand mit einem Marktwert über 1 Million kommt, dass wir uns den Punkt sichern. Aber ich sage euch ganz ehrlich, so wie es ist, so wie das jetzt hier aktuell aussieht, wenn wir dieses Duell in der ersten Folge so oder so noch nicht gewinnen. Aber naja, Leute, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was letztendlich der Chris in seiner Hinrunde so fabriziert hat. Und ja, ich lade ihn jetzt mal zur Party ein, dann ist es eventuell ein Switch von euch, für euch von mir zu ihm, oder letztendlich sind wir vorher bei ihm gewesen. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt nochmal in einer Party treffen und mal schauen, wie das Ganze so aussieht. So Jungs, Timo ist wieder da und jetzt heißt natürlich auch für uns, ich muss wissen, wie Timo abgeschnitten hat, Timo muss wissen, wie ich abgeschnitten hat. Und im Endeffekt würde ich sagen, ich übergebe mal an dich, sag mal komplett, wie ist die Champions League gelaufen, DFB-Pokal und natürlich auch Bundesliga. Ja, zunächst einmal für die Jungs, Leute, bevor ich in die Tabellen reingehe, einfach mal hier die aktuelle Mannschaftsübersicht, ja. Die Formpfeile, würde ich sagen, sagen schon alles aus, wie wir letztendlich die Hinrunde letztendlich überstanden haben. Aber gut, wir gucken uns das Ganze an. Bundesliga-Tabelle, ja, das war natürlich schon wieder komplett, würde ich sagen. Stehen wir aktuell auf Platz 8, Leute. Auf Platz 8. Gut, ist noch nicht weiter schlimm. Wir haben ja noch die ganze Rückrunde. Aber was letztendlich schlimm ist, ist, dass wir hier im DFB-Pokal in der ersten Runde gegen Dresden ausgeschieden sind. Leute, gegen Dresden. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Sind wir irgendwie mit der Jugendmannschaft angetreten oder was? Naja, gut. Dachte ich mir, ist auch noch nicht so schlimm. Machen wir mal weiter. Denn zumindest die Champions League Gruppenphase haben wir überstanden. Es war alles andere als souverän. Achtelfinale, wie gesagt, gegen Manchester City. Die Gruppenphase haben wir somit überstanden, aber ja, wie wir hier mit einem Blick auf die Tabelle sehen, alles andere als souverän, ja, also aus 6 Spielen 3 Siege, 3 Niederlagen, 9 Punkte unterm Strich, Dritter letztendlich Monaco mit 7 Punkten gewesen, also das Direktduell, wenn wir das da verloren hätten, wären wir sogar ausgeschieden in der Gruppenphase der Champions League. Gut, es ist eine harte Gruppe, aber nichtsdestotrotz mit dieser Mannschaft hier, Leute, wir gehen nochmal ganz kurz zur Mannschaft, sollte das doch eigentlich möglich sein, gut, aber das ist ein anderes Thema, wir gucken nochmal ganz kurz hier auf die Top-Torjäger. Ja, da sind wir natürlich auf Platz 8 natürlich auch nicht unbedingt direkt mit dabei. Marco Reus letztendlich der Beste mit 7 Toren. Erster Timo Werner. Ja, wir haben auch nicht mehr so viel Millionen zur Verfügung. Ich denke mal, dass die Frage, ob wir letztendlich vielleicht hier eine Trainerauszeichnung bekommen haben, können wir uns sparen. Haben wir natürlich nicht bekommen. Ja, gut Leute, das ist auf jeden Fall dazu. Und ich muss noch mal ganz kurz sagen, ich habe natürlich vergessen, im Sommer einen Scout anzuheuern. Ja, ist mein Fehler gewesen, habe ich jetzt im Winter nachgeholt. Deswegen fällt das bei mir erst einmal jetzt hier im Winter weg. Gut Jungs, dann übernehme ich. Trainer des Monatspreis 1. Ich bin Tim. Punkt ist, also da auf jeden Fall. Was ich aber gar nicht verstehe, weil meine Saison ist genauso scheiße. Wir gehen hier mal ganz kurz auf die Top-Torjäger. Timo hat gemeint, sein Spieler auf Platz 8, mein Spieler auch auf Platz 8. Bedeutet, da sind wir eigentlich komplett raus. Wobei er nur 3 Tore dahin legt. Ja, okay, gut. Es wird nicht mehr machbar sein. Fangen wir mit den schlechten Sachen an. Bundesliga, Timo auf Platz 8, ich auf Platz 8. Keine Ahnung, was da los ist. Da wird jetzt wichtig sein, Digga. Das wollte ich noch fragen. Wie viele Punkte hast du denn? Ich habe Punkte 26, aber ich habe auch erst 16 Spieltage. Und du? Ich habe auch 16 Spieltage und okay, habe nur 20 Punkte. Okay. Ja, und wie viel Tore hast du geschossen? Tore habe ich letztendlich, Moment, gucke ich mal einmal, 25. Okay, ich habe nur 18 und habe 20 sogar kassiert. Ich bin negativ. Oh, okay. Und Gegentore? Also Gegentore, 20 Gegentore. Ich bin aber schon hinter Dortmund 14 Punkte und hinter Leipzig und Hoffenheim, die erste und zweite, sind schon 15 Punkte. Also das kann ich komplett vergessen. DFB-Pokal, Runde 2, direkt mal raus gegen Bayern. Oh.
Ja, kann man mal so machen. Dafür Champions League Gruppenphase souverän überstanden. 6 Spiele. Jetzt wartet Rom im Achtelfinale. 4 Siege, 2 Unentschieden, keine Niederlage, 14 Punkte. Und somit da ist der Punkt da. Ich werde jetzt aber parallel noch ganz kurz die monatlichen Scouting-Updates durchgehen. Da kannst du ja vielleicht auch noch kurz dabei bleiben. Klar. Wir haben nämlich hier natürlich auch noch den Punkt, der hoffentlich an mich geht mit einem Jugendspieler über 1 Million Marktwert. Das muss aber eine richtige Granate sein. Ich gucke hier einfach mal durch. 550.000. Ja. Oh, oh nein, Digga, 825.000. Scheiße. Gott sei Dank. 825.000. Hier. 1,7 Millionen. Ich bin's, Tim. Der Jugendscout ist da, Digga. Ich bin's, Tim. 1,7 Millionen. Der Einzige, der so gut war. Und damit ist der nächste Punkt da, Jungs. Ich bin hyped. Geil, Mann. Also, Jungs, die Hinrunde ist vorbei. Bedeutet gleichzeitig auch das Video bei mir. Und an der Stelle würde ich sagen, geht jetzt mal direkt rüber hier oben über das i. Unten in der Videobeschreibung ist Makesday verlinkt. Das zweite Video, die Rückrunde, wo er jetzt ein Stück weit aufholen muss, weil er liegt von den Punkten her zurück. Kann das Ganze aber natürlich wieder gut machen. Er hat in der Tabelle in der Bundesliga mehr Punkte und kann daher vielleicht auch noch in Sachen Meisterschaft mehr mitreden. Wir sind, denke ich, einfach mal außen vor. Ich bedanke mich bei dir, Digga, dass du dabei warst. Ich freue mich jetzt direkt auf die Rückrunde. Und wie gesagt, Jungs, checkt Makesday ab. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Und abonniert gerne auch kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch was. Wir sind raus. Sehen uns aber gleichzeitig jetzt in der Rückrunde zusammen bei Makesday auf dem Kanal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.